Holla Radio Leute, willkommen zur neuen Folge Let's Play Minecraft mit den YouTubern. Servus miteinander. Mit dem Shotgun Eater und mit meiner Wenigkeit, dem Ritter Kunibert. Ritter Kunibert 66. 66, die beste Zahl der Welt. Ja, nach, ja. Nach 69. Natürlich. Was machst denn du schon wieder? Ich habe aber. Deine Familienangehörigen. Ey, da ist sogar ein kleines Schwein dabei. Ja, das bist du, nicht mal. Nee. Ach. Kleines Ferkelchen. Ja. Also, ich mag die Schweine irgendwie. Stellt euch vor, wo wir jetzt sind. Wir sind. Oh, die lieben. Shotgun mag die Schweine. Ja, na, erzähl mal, was wir machen. Was unser also, Plan ist. Da hinten, ganz im Hintergrund, sieht man die Türme von Erdogan. Mega geil. Da oben ist diese Insel, diese fliegende, da wo wir immer runterspringen und Gaudi haben. Stimmt, die sieht man auch, gell? Mhm. Und wir machen heute ein Sklavenlager. Ich habe mal gesagt, dass, also wir kennen mal ganz kurz, komm mal mit. Ja. Das ist die Arena von Erdogan, Tainsgrube. Genau dahinter. Und hier in Tainsgrube, wo ich jetzt gerade bin, ist der Thron des Königs oder des Erbkönigs von Erdogan. Und da drunten ist eben die Arena von Erdogan. Diese ganz klitzekleine Arena ist ja wirklich nur so eine Kampfgrube. Für die, die es noch nicht gesehen haben, da haben wir mal ein PvP-Wett gemacht. Unser allererstes war hier darin. Und genau. Diese Tainsgrube, die ist auch noch nicht ganz fertig, aber die ist schon, also so schaut es halt aus. Da kann man Kämpfe machen, genau so ist geplant. Und die Kämpfe in der Tainsgrube, was machst denn du denn da schon wieder? Ups. Ich habe nur ein paar Schweinchen abgefackelt. Ach, du bist der Tierquäler. Nein, ich wollte die wieder wegkommen. Ich habe zwei Schweine. Jetzt kriegen wir vor der Peter am Bein. Na, doch schon. Auf jeden Fall machen, also ich habe jetzt vorgehabt, vielleicht hier einen Sklavenmarkt zu machen, weil dieses Kämpfer, die da in. Vorsteller, Sklavenmarkt, Erdogan. Hm? Die Kämpfer, die da in der Arena kämpfen, sind keine normalen Krieger, sondern das sind Sklaven. Sklaven, genau. Ich muss sagen, Erdogan ist an sich jetzt nicht so die Sklavenhalterstadt, aber im Süden grenzt ein Wüstenreich an Erdogan an. Das alte Land, das sogenannte alte Land, das man hier sieht. Dort drüben soll auch die Hauptstadt irgendwann mal entstehen. Habe ich schon ein paar Pläne. Und ich habe auch schon für die Pilgerreise, die irgendwann mal ansteht, unsere RPG-Reise, habe ich schon mal eine kleine Wüstenstadt schon mal gemacht. Die hat der Erdogan schon, der Kunibert, der Shotgun. Ja, jetzt geht's schon los. Jetzt bin ich ganz blöd. Hat der schon mal gesehen und das ist in einem bestimmten Stil und die haben eben Sklaven. Und dadurch, dass dieser Sklavenmarkt der südlichste Zipfel von Zylien ist, gibt es hier einen Umschlagplatz für Menschenhandel. So ist es halt einmal. Genau. Ich mach die Regeln nicht, die Regeln macht der liebe Gott. Ich mach die Regeln nicht. Ist halt einmal so. Und was im Sklavenmarkt gibt, es gibt halt so Baracken, die sind halt aus. Wir haben da immer Fichtenholz, das ist ja traditionell die Behausung der Run-Leute, die sind ja Herrscher von Erdogan und von Zylion. Genau. Und ich habe mal auch diese Baracken oder das sind einfach bloß so Holzpfähler und so windige Hütten und was, nicht Hütten, aber so windige Stände. Und da gibt es dann eben Sklaven zu kaufen, die sind da angekettet. Finde ich eigentlich. Interesting. Ja. Gute Idee, gell? Finde ich ja. Und hier oben, also hier, soll so Kies kommen, da kannst du ein bisschen Kies machen und so. Weg. Kies, genau. Du musst mal sagen, was ich so. Okay. Also ich hau da mal jetzt Sachen weg und du darfst da mal Kies nachfüllen. Wo bist du? Da. Ja, ich bin überall, wo ich das weggemacht habe, du hast du Kies. Nehmen wir. Ja. Da geht dann der Weg entlang. Ich mag Schweine. Du magst Schweine? Ja, die schauen mich gerade alles so nett an. Ja, und du verbrennst die, du bist ja wirklich der allergrößte Held da. Ja, ich wollte das nur vertreiben, aber die sind trotzdem geblieben, die lieben mich zu sehr. Okay, ja. Haben so ein. Sind die wirklich blöd, die Schweine. So, da so, noch? Überall die Löcher, du hast Kiesne und da ist dann der Sklavenmarkt. Wo bist du? Ah ja, da. Also da vorne ist dann auch nochmal. Ja. Und die Sklaven kämpfen dann unten in der Arena, da gibt es eben diesen Gang, den ich vielleicht schon mal kurz reingegangen bin.
Da kommen wir eben zu den einzelnen Kampf. Mei, so lieb, die Schweindl. Ich muss einmal rausfinden, wie man die Tiere benennen kann. Ja, mit so Tags. Ja, ich habe mich vorher schon mal probiert, aber. Ah, das hat nicht funktioniert wahrscheinlich. Nein. Okay. Hier, wo war ich? Im Sklavenmarkt, genau. Ich mache hier einen Sklavenmarkt. Es hat alles einen Sinn, warum ich ein bisschen immer ganz recht bei Sinn bin. Wir haben nämlich jetzt schon mittlerweile 7 Uhr und nicht nur 7 Uhr nachmittags, sondern es ist 7 Uhr morgens. Und zwar nicht einmal so früh aufgestanden sind. Nein, sondern weil wir jetzt die ganze Zeit durch aufgenommen haben, weil wir nämlich wir im Voraus aufnehmen. Mega-Session, genau. Riesen, Giga-Mega-Session. Genau. Und zwar, weil wir in Urlaub fahren, falls wir es noch nicht erwähnt in haben. Urlaub, ja, ich fahre nach Vienna. Und, also wenn das draußen ist, bist du wahrscheinlich gerade. Ja, ich bin schon wieder da. Bist schon wieder da? Da kommen wir zur Sache, die ich nachher sagen will. Also die Blumen haben wir erstmal alle weg. Jo. Also ich fahre erstmal nach Vienna. Und wenn ich wieder da bin, da geht wahrscheinlich diese Folge schon wieder on air. Aber ich werde wahrscheinlich andere Folgen allein aufnehmen. Dazu brauche ich aber die Hilfe der Zuschauer. Dazu sage ich immer mehr. Wo bist du denn in der Zeit, wenn ich nicht mehr da bin? Ich bin in der Zeit, zu dem Zeitpunkt bin ich gerade in Dublin. In Dublin. Genau. Was machst du denn in Dublin? Wie? Da habe ich meine Graduation Ceremony. Ah, Graduation. Ja, nein, das sagst du jetzt lieber nicht. Ich sage jetzt nicht, was ich in Abschluss gemacht habe. Na, da bin ich so. Nur so viel Shotgun Eater kann Menschen Zahn ziehen. Genau. Und dazu bin ich nach Dublin gegangen. Ja, genau. Weil die vor allem so bekannt sind für die gute Zahnhygiene. Ja. Echt? Ja, eigentlich nicht so. Na, also, der Shotgun, der ist auf jeden Fall in Dublin und, genau. Und ich bin in Vienna, also in Wien, beim Falco auf dem Grab, weil ich bin ein großer Falco-Fan. Mhm. Und unter anderem und was wird jetzt sagen? Genau, und jetzt den wir eben im Vorhinein aufnehmen. Und wenn ich wieder da bin, werde ich wahrscheinlich ein oder zwei Folgen einzeln aufnehmen und dann wird schon wieder der Shogun, der Shotgun-Eater kommen. Dann werde ich schon irgendwann mal wiederkommen. Oder? Gehst du mal weg, dann kann ich da einen Stoff hier sitzen. Ja, klar. Genau. Sag ich doch was. Okay. So, und für die Folge brauche ich eure Hilfe. Also für diese Folge, die ich dann allein... Wir haben ja diesen Twitter-Account, den kann ich mal unten einblenden. Das ist YouTube-Wormer mit so einem Unterstrich. Den blende ich jetzt ein, während ich im Menü bin. Ja. Warte mal, Wolle und weiße Wolle, soll ich das ausfüllen? Das mache ich schon. Okay. Und erzähl, warum brauchst du die Hilfe? Genau, ihr sollt uns nämlich Fragen stellen. Einfach ein Hashtag, frag die YouTube-Burm. Ohne Leerzeichen. An die YouTube-Burm ist besser. Ich tue einfach den Hashtag jetzt unten einblenden. Ja. Und Hashtag an die YouTube-Burm. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns ruhig eine Frage stellen. Mir würde uns freuen, weil die Frage, die tue ich dann... Warte mal schnell, ich hau jetzt einfach Sachen weg und da tust du Sand reinmachen. Okay. Es ist so eine Art Kommentare kommentieren. Ja, genau. Also in die Richtung, aber nicht wirklich. Also nicht wir wirklich. Machen so richtige Fragen, also richtig ernst gemeinte Fragen. Zum Beispiel, hast du schon Kinder? Ja. Das kann ich dich jetzt schon mal fragen. Shotgun, hast du Kinder? Keine, von denen ich weiß. Ja, genau. Das ist eine gute Antwort. weil so geht es mir genauso. Ja, genau. Okay, also so in die Fragen, die könnt ihr auch... Genau. Halt, nein, da werden wir jetzt keinen Sand machen. Hier oben kommt kein Sand. Unten schon. Ich mach mal Sandstein, das schaut ein bisschen besser aus. Nicht Sandstein. Ja, aber das schaut von oben, schaut das irgendwie besser aus. Ja, okay, dann mach Sandstein. Ja, hast recht, das Sandstein. Und von unten 70 Sekunden. Mhm. Ja, ist besser Sandstein. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, schreibt uns eine Nachricht. Mich würde es freuen. Ja, mich auch. Ich bin zwar dann nicht da, aber ich finde sowas immer mega interessant. Ja, schon. Ja. So, warte, jetzt durch ein Sklavenverlies bauen. Mhm. Das ist hier.
Warte, ich tu einmal Umrandung machen, dann kannst du mal bis oben auffüllen. Genau, das ist eine gute Idee. Mit Cobblestone? Mit dem, also mit Cobblestone, was ich gerade habe. Okay. Bis oben, bis wir da sind, wo ich da oben mit meinem Holz stehen geblieben bin. Okay. Also wenn ihr wirklich Fragen habt, stellt's uns eben mit diesem Hashtag. Und wir werden es dann auflösen, alle zu beantworten. Ja, schon. Soweit wir es wissen, natürlich. Ja, na, das natürlich. Also außer so Kinder und sowas wissen wir ja alles praktisch. Ja. Wir sind ja fast wie allwissend. Eben, wir sind ein YouTuber. Ja, schon. Aus dem Wald. Aus dem Wald. Also ich bin ja nicht aus dem Wald, der schaut gar nicht aus dem Wald. Ja, genau. Bei mir hat es letztens Warnung gegeben, dass man das Trinkwasser abkochen muss. Echt? Ja. Wahnsinn. Mega, weil ich hätte fast Kohli gesagt, Dings. Wie heißt denn doch Kolibakterien, doch. Kolibakterien konnten wir sein. Kolibakterien, so. Ja. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Ich bin da voll der Anti. Also Biologie habe ich immer geschlafen in der Schule. Ohne Schmarrn. Ja. Biologie interessiert mich gar nicht. Ja, mich schon. Ich habe einen Leistungskurs gehabt, deswegen kenne ich mich da ein bisschen besser aus. Also für alle ein bisschen jüngeren Zuschauer, Leistungskurs war früher in der Schule im Abitur das, wo man seine Hauptnoten einbringen hat. Genau, seine Vertiefung, das am meisten Gewichtung gehabt hat. Genau. Und da warst du Bio. Was sagst du? Da warst du Bio-Leistungskurs. Genau. Ja, ehrlich gesagt, Bio. Da muss ich dann meine Bio Facharbeit drin schreiben. Echt? Über was war denn die Facharbeit? Du willst das da sagen? Über ja, jetzt kann ich ja sagen. Evolution des Menschen. Evolution des Menschen. Seit schon ein paar Jahren. Okay. Ja, ich finde Bio finde ich mega öde. Ich kann mir halt nicht vorstellen, pass auf, schau her, das ist halt immer so eine Sache. Es gibt genug Leute bestimmt, denen das gefällt und die sagen, Bio, ja, das ist nützlich. Warte, ich möchte nur ein bisschen tiefer gehen. Ah, okay. Warte mal schnell. Ich mach mal tiefer und dann kannst du den Rand machen. Hier ist tiefer in das Thema. Ja, ich geh mal tiefer. Ja, ich weiß schon, du bist eher so der Wirtschaftsmensch, gell? Ja, genau. Ich mag Bio an sich überhaupt nicht. Weil. Nicht. Nur tiefer, ich lass mich halt nur. Noch tiefer. Ja. Noch tiefer. That's what she said. Oh. Ich habe darauf gewartet, dass sowas kommt. Ja, das sage ich für den anonymen Adiposen Dritten, den Animosen Dritten, weil der ist unser Lieblingszuschauer, weil der liebt diesen Spruch, that's what she said. Ohne Schmand. Ja? Der liebt den, ja. Okay, so, tu mal den Rand bitte aus. Also alles, was jetzt nicht Cobblestone ist, du hast Cobblestone machen. Jo. Danke dir. Die Wände auch, ja. Was meinst du? Die Wände auch. Ja, oder? Genau. Alles Cobblestone. Und unser Kumpel, der findet das voll cool und. Aber Bio war mal. Also Bio, das war nie. Bio war nie mein Fall. Ja. Ich finde das ein bisschen. Ich bin da so eher so der Anti-Gen-Mensch. Ich finde, Gene braucht nicht jeder. Finde ich, ja. Vor allem mit dem Essen. Also generell, wer braucht Gene? Sagt mir bitte mal einen Grund, warum man Gene braucht. Ja. Also wirklich, das man jetzt... Ich habe letztens schon wieder Werbung gesehen, eine, wie war das? Was? Eine Hautcreme mit DNA. Mit DNA? Ja, ich sollte was sagen, ich denke mal einfach mal, das weiß keiner, wie das ausgeht. Weil einfach keiner eine Ahnung hat. Also die haben ja alle, ich kann mir so vorstellen, ja, die Wissenschaftler, die hocken sich einfach in Labor und probieren was aus. Und das ist überhaupt nicht irgendwie so erforscht, wirklich. Ja, ist ja nicht. Ja. Ich finde, also da hört sich bei mir der Spaß auf, weil wenn man DNA, weißt du, die DNA, die isst du dann und dann mutierst vielleicht, das kann ja sein. Ja, weil du nimmst es ja dann auch die DNA und das verändert dann deine DNA. Richtig, ist ja ganz normal. Also ja. Und ich finde das nicht okay. Was lachst du so? Ich auch nicht. Ja, nur so. Ich finde das Thema deine Ansicht. Es ist halt meine Ansicht. Ich finde halt, kein Mensch braucht Gene, aber sie machen es trotzdem. So blöd sind die Menschen.
dumm ist die Menschheit. Auf jeden Fall, es waren jetzt einmal politische Ansichten. Genau. Aber letztes Mal schon gesagt, dass wir das lieber bleiben lassen. Lass mir lieber bleiben. Aber ich glaube, da werden viele meiner Meinung sein. Glaube ich, ja. Ich glaube, viele Menschen wollen keine Gene haben. Ich glaube, die meisten Menschen sind halt einfach mal genfrei und wenn die keine Gene haben, dann ist es in der Natur der Sache, dass sie einfach keine zusätzliche Gene haben wollen, oder? Ja, eben. Warum? Warum denn? Lebt man auch ganz gut ohne Gene, so. Ja. Okay, jetzt wo die Sonne untergeht, machen wir da einfach einen Stopp. Ich habe euch gesagt, schaut ins Twitter rein, bitte, ins Twitter. Schaut ins Twitter rein. Vielleicht haben wir wirklich jemanden, der sich für uns interessiert. Würde mich freuen. Mhm. Hier am Rande von Erdogan. Ich mich auch, mega. Ja, und bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen hoch, favorisiert und was weiß ich. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen. Ich würde mich freuen. Fertig. Bis dann. Servus.